Ansichten ist eine Ausstellungsreihe, die wir alle 2 Jahre im Art Foyer veranstalten und die im Wechsel zu unserer Stipendienausstellung stattfindet. Die Ausstellung heißt Ansichten vom Umgang mit der Wirklichkeit. Kuratiert hat sie Thomas Rietschel. Da kam eines Tages Frau Leber zu mir und hat mich gefragt, ob ich so eine Ausstellung gerne kuratieren würde. Und er hat spontan zugesagt. Und ich hatte keinen Plan, was ich machen soll. Und da war ich total erschlagen. Wir haben uns zunächst alle 7.500, 4.000 oder über 7.500, 7.500 Kunstwerke, Bilder angeschaut. Und da habe ich mich total gefreut. Und dann war er erst mal ein bisschen erschlagen. Das ist ja wie ein großes Geschenk. Und dann kam Fake News über die Wahlen von USA. Und plötzlich war das Thema Fake News in aller Munde. Und das war irgendwie der Klick, der mich darauf gebracht hat, das zum Thema zu machen. Und da habe ich dann, war mir eigentlich auch sofort klar, da ist die Fotografie im Grunde genommen das richtige Medium dafür. Und indem wir dann uns darüber unterhalten haben, wie man mit diesem Thema umgehen kann, wurde ihm unmittelbar bewusst, dass die Fotografie die Wirklichkeit schon vermeintlich immer abgebildet hat. Fotografie geht, seit ihren Anfängen geht sie davon aus, dass die Fotografie uns ein Bild dessen gibt, was wir sehen, also uns die Wirklichkeit zeigt. Durch die digitale Fotografie ist ja ungemein viel möglich zu zeigen, in Fotografien zu zeigen. Und wo man nicht mehr weiß, war es real so oder nicht. Auch meine Bilder sind natürlich ein Ausschnitt einer Wirklichkeit. Es ist das, was ich gesehen habe. Also die Bildräume sind Screenshots aus dem Internet, eben aus diesem Themenbereich Syrien-Irak-Konflikt. Michael Schäfer kombiniert Fotografien, die er im Atelier geschossen hat, mit Filmstills, die er aus Videos genommen hat, die in Syrien entstanden sind in dieser großen Krise. Der im Prinzip die Verknüpfung darstellt zwischen den journalistischen Fotografien von Barbara Klemm und den künstlerischen Kunstwerken, die ansonsten doch sehr vielfältig hier in der Ausstellung vertreten sind. Also mich hat sehr schnell fasziniert das Bild von Wally Export, Ontologischer Sprung. Zum einen finde ich, es ist ein ästhetisch sehr gelungenes Bild. Und dann erst, wenn man das zweite oder dritte Mal hinguckt, dann stellt man fest, nanu, wie ist denn das eigentlich gemacht? Und plötzlich stellt man fest, wie viele Ebenen eigentlich dieses Bild hat. Und über diese keine eine Realität handelt die ganze Ausstellung. Und wir haben einerseits eben diese Perspektive von Barbara Probst und dann haben wir aber eben eher politische Bilder, sind im großen Raum hinter mir zu sehen und dann gibt es auch Gemälde, die abfotografiert wurden und dadurch eine Umstrukturierung erleben. Vorne im Eingang rechts und im Eingang links ist eher ein Eingriff in die Natur auf unterschiedlichste Art und Weisen, sodass die Natur nicht mehr so ist, wie sie wirklich ist, aber zu sein scheint. Ich würde mich freuen, wenn die Besucher geistig angeregt aus dieser Ausstellung herausgehen. Wenn Sie das Gefühl haben, da sind Bilder oder Bezüge zwischen Bildern, die Ihren Kopf in Bewegung gebracht haben und die Sie dazu gebracht haben, Fragen zu stellen.